Leonie Reiss, seit 3 Jahren, also jetzt die 3. Saison in den Winnetou spielen und eigentlich immer die schöne und letztlich doch tote Indianerin gewesen. Letztes Jahr habe ich gelebt, okay? Ja, Entschuldigung, ja, mein Fehler, ja. Aber du hast recht, ich spiele das 3. Jahr wieder eine Häuptlingstochter, ganz was Neues mal dieses Jahr. Und ob ich lebe oder nicht am Ende, das verrate ich jetzt noch nicht. Ja, aber dramatisch wird's. Das können wir sagen. Auf jeden Fall. Und es gibt eine... Eine Liebesgeschichte, eine dramatische, eine tragische Liebesgeschichte. Kann man verraten, wer sich da in dich verliebt? Naja, natürlich ein Häuptling, also... Auch nichts Neues. Genau, es ist eine Liebesgeschichte zwischen der Häuptlingstochter und dem Häuptling eines anderen Stammes. Aber nicht mit dem Winnetou. Dieses Mal nicht, nein. Ja, Leonie, wirst du deine reiterischen Vorzüge wieder ins Bild setzen können? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Darauf verzichte ich nicht. Und wie gefällst du in diesem Team der Winnetou-Spiele? Immer noch genauso gut wie am Anfang. Ich habe gehört, dass einige neue Leute dazugekommen sind dieses Jahr, aber die kenne ich noch nicht so gut. Also hoffe ich einfach, dass sie sich genauso gut eingliedern in den Rest der Familie. Und da bin ich aber guter Dinge, weil das hat bis jetzt auch immer gut funktioniert. Ich war ja auch irgendwann mal die Neue und mittlerweile bin ich part of the family. Judita Suchi, auch ein relativ junges Mitglied des Winnetou-Teams, und zwar sowohl an Alter als auch an Zugehörigkeit. Und heuer bist du aber in Doppelfunktion, zu sehen oder nicht zu sehen, wie man das nimmt. Richtig, ich bin einerseits zu sehen als Darstellerin, ich spiele die Mary Sue, Siedlermädchen, und andererseits bin ich als Regieassistentin tätig, worauf ich mich schon sehr freue, was ich sage. Wird das nicht ein gewisser Rollenkonflikt, wenn du dir dann selber Anweisungen geben musst? Ich muss mir ja keine Anweisungen geben, ich muss den Regisseur in seinen Anweisungen unterstützen. Und das kann ich, glaube ich, als Darstellerin genauso machen wie als Regieassistent. Und meine Rolle ist nicht so umfangreich, das heißt, ich glaube, das kriege ich hin. Ja gut, Judith, dann viel Spaß bei der neuen Aufgabe. Und da kommt schon die Unterstützung. Und jetzt haben wir gleich ein Dream Team hier sitzen. Ein Dream Team. Ein weibliches Dream Team. Ja. Wieder vereint. Genau. Ich habe ja schon einmal mitgespielt. Sie hat ja pausiert ein Jahr. Richtig. Ich hab einmal ein Jahr ausgesetzt. Letztes Jahr. Ja, da habe ich ein bisschen gesteppt. Da war ich nicht mit Pferden, sondern in Steppschuhen unterwegs. Und ja, das interessiert keiner. Danke. Ich bin wieder dabei. Genau. Hey, ich will ein bisschen Eigenwerbung machen. Also, ich bitte in Steppschuhen. Genau. Letztes Jahr. Sie haben schon nicht mehr. Ja, das ist leider zu spät. Aber Steppen ist jetzt eine ganz gute Überleitung, Judita. Tanzgruppe. Ah ja. Da musst du jetzt mitmachen. Aber da wird nicht gesteppt. Da tanzen wir Du kannst aus der Reihe tanzen, ne? Das werde ich bestimmt. Bestimmt. Ja, die Leonie wurde übrigens auch gefragt, aber irgendwie hat sie sich aus der Fähre gezogen. Was? Mich hat niemand gefragt. Oh ja, die Veronika. Ich kann schon auch tanzen, aber es weiß noch keiner. Ja, sie kann tanzen, aber sie tanzt leider nicht bei uns mit. Was gell? Ist mit dir? Ich weiß gar nichts davon. Ich glaube, das ist, weil sie sich auf die Rolle sicher ausführlicher vorbereiten muss. Ja, genau. Muss. Also, ja, Entschuldigung. Weil ja. Deine ist ja nicht so umfangreich. Das ist richtig. Na, zu der Tanzgruppe. Wir haben beschlossen, eine Tanzgruppe zu gründen, um ein bisschen die Winnetou-Spiele auch zu vermarkten. Und es sind ein paar Darstellerinnen dabei, also unter anderem auch ich. Und wir sind insgesamt 8 Mädels. Oder und vielleicht bald 9. Ja, kommt drauf an, wenn die Leonie mitmacht, dann haben wir eine Solo-Tänzerin. Genau, und wir haben vor, eigentlich vor den Vorstellungen immer aufzutreten, tänzerisch. Und eventuell auch bei unterschiedlichen Festivitäten. Das heißt, ganz wichtig für alle Zuseher, die jetzt schon planen, die Winnetou-Spiele zu besuchen, nicht erst zur Vorstellung kommen, sondern schon rechtzeitig vorher, der optische Aufputz richtig. Passiert schon zuvor. Genau. Richtig. Ja, da müssen wir uns ein bisschen aufputzen, das ist richtig. Machen wir das. Ja. Reini Müller, ja. In deiner Karl-May-Biografie steht, begann als Center.
Also als Bösewicht habe ich dich noch nie gesehen. Ich habe dich immer nur in lustigen bis komischen Rollen erlebt. Welche komische Rolle spielst du heuer? Den Emeritus Cantor, den habe ich schon mal gespielt, 2007. Ist eine lustige Rolle. Ist ein Kirchenvorsänger, der versucht, eben die Leute im Westen zu bekehren. Und meine erste Rolle war nicht der Bösewicht, der Sender, das war 2002, sondern 2001, habe ich den reißenden Bären gespielt. Allerdings ist der so zusammengekürzt worden, dass dann aus dem eine nonverbale Rolle geworden ist. Naja, also nonverbal wird es dieses Jahr nicht werden, das kann man vorher sagen, glaube ich. Wirst du singen auch als Kantor? Ja, natürlich. Eine kurze Probe. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi. Der Kantor, der bin ich ja. Geht's lustig, heißer Hopsasa. Also das war mal schon perfekt. Dankeschön. Würde ich sagen. Ich habe die Papageno-Arie selber schon mal gesungen und daher genial erwischt. Wer wird denn so deine Partner sein als Komiker? Wer noch in der Kutsche drinnen sitzt. Die Ebers-Eschenbach-Sisters sitzen drinnen und die Tochter. Die sitzt auch drinnen. Kutscher wird auch drinnen sitzen. Na, ja, der sitzt hoffentlich draußen und dirigiert die Pferde. Ja, vorne halt. Und sonst weiß ich noch nicht. Also, wir wollen nicht zu viel verraten, aber der Rochus hat es schon gesagt in seinem Statement. Es geht ein bisschen ums Heiraten, aber es geht nicht ans Heiraten. Aber lassen wir uns mal überraschen.